Ja, erstmal recht herzlichen Dank für die Anmoderation. Da ist ja schon vieles gesagt worden. Mein Name ist Silvia Rietenberg. Ich bin vom Paritätischen und um das nochmal zu sagen, heute auch sehr, sehr gerne hier, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich versuche das mal, das Thema Wohnungslosigkeit, war ja auch gerade schon in der Anmoderation genannt, ein wenig zu verbinden mit einem Ansatz aus der Wohnungslosenhilfe, nämlich dem Housing First Ansatz. Das ist ja ein Thema, was im Moment sehr, sehr stark in allen politischen Fachdiskussionen auch geführt wird, in vielen Städten auch schon umgesetzt wird. In Nordrhein-Westfalen gab es dazu ein Projekt und ich will daraus ein bisschen erzählen. Aber ich fange natürlich auch erstmal an mit dem allgemeinen Thema Wohnungslosigkeit in Nordrhein-Westfalen als kleine Einführung und vielleicht auch nochmal so meine Erfahrungen damit oder auch das, was ich wichtig finde. Dann, wie gesagt, etwas zum Housing First Ansatz, zu den Prinzipien und einiges aus den Erfahrungen und was vielleicht auch wichtig ist, gerade weil wir ja hier bei den Grünen sind, also durchaus auch, was braucht man eigentlich, was ist wichtig auch, welche Rahmenbedingungen muss Politik oder sollte Politik auch geben, um ja, mit dem Thema Wohnungslosigkeit auch im politischen Rahmen umzugehen. Ja, also der Wohnungsnotfallbericht 2021 ist gerade von Verena Schäfer ja schon angesprochen worden. Das ist ein, finde ich, das Foto habe ich gemacht bei meinem letzten Berlin-Aufenthalt im letzten Jahr, aber das findet man sozusagen ja auch immer wieder häufig in Nordrhein-Westfalen, auch vor allen Dingen in größeren Städten, also wohnungslose Menschen, die einfach keine Wohnung mehr finden und nicht wissen, wohin und sich irgendwo dann in Parks, also ihr Zuhause in Anführungsstrichen einrichten, wie auch hier. Das stimmt, die Wohnungslosenzahlen sind in den letzten Jahren durchweg gestiegen. Man kann sagen, in Nordrhein-Westfalen gibt es ja, gab es ja als einziges Bundesland, muss man mal sagen, zumindest ist noch die Erhebung von Wohnungslosen. Das ist auf Bundesebene immer gefordert worden, hat aber nie Anklang gefunden, ist also sozusagen eine bundesweite Statistik mal zu erstellen, wie viele Wohnungslose gibt es eigentlich in diesem Land. Das ist jetzt unter der neuen Bundesregierung eingeführt worden. Wir hoffen, dass das, ich glaube, der Stichtag war Ende Januar. Und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Das ist kein Thema, womit sich Politik gerne beschäftigt. Das muss man einfach mal sagen, weil es einfach auch viele Probleme mit sich bringt. Hier kann man einfach nur sagen, Stichtag 30. Juni waren es insgesamt 49.987, also knapp 50.000 Menschen. Das war gegenüber dem Vorjahr 2019 nochmal eine Steigerung von 7,2%. Was mir an der Stelle wichtig ist, ist zu sagen, ich werde ja gleich auf Housing First kommen, dass diese Menschen, die da jetzt gelandet sind, also auf der Straße, und das im Grunde genommen ist das Ende der Kette. Also das ist sozusagen, das sind nicht die Menschen mehr, die auch Wohnungen suchen, weil sie vielleicht umziehen müssen, weil sie im Transferleistungsbezug sind und die Miete zu hoch geworden ist und deswegen umziehen müssen. Das ist alles genauso wichtig. Aber da auf der Straße zu landen, heißt auch, den Anschluss verloren zu haben an jegliche Wege hin zurück in einen privaten Wohnraum. Weil die wenigsten von denen, die auf der Straße sind, überhaupt alleine da rauskommen. Also man kann sich das vorstellen, die sind meistens nirgendwo mehr erfasst. Die gehen auch nicht irgendwie zur nächsten zum Amt und zum Wohnungsamt und beantragen da also eine Wohnung, weil das ist, die Vermieter würden mir immer sagen, und auch die Wohnungswirtschaft sagt in dem Fall, ja, wir haben so viele hier auf der Liste, die Wohnungen suchen, da können wir jetzt mit den Wohnungslosen leider nicht viel machen. Das ist das Dilemma und deswegen brauchen die Hilfe. Das ist meine feste Überzeugung. Deswegen auch der Housing First Ansatz, den ich hier kurz vorstellen möchte, ist ein Weg, um aus der Wohnungslosenhilfe rauszukommen. Das ist ein
Ein Ansatz, der aus den USA gekommen ist, in den frühen 90er Jahren entwickelt wurde, dort mit wohnungslosen Menschen, wo man gesagt hat, warum geben wir denen nicht eine Wohnung und bringen sie direkt in einen privaten Wohnraum unter, statt sie immer in irgendwelche Notunterkünfte erstmal unterzubringen und gucken dann, wie sie dort verbleiben können. Ein bisschen ist dieser Ansatz auch hier. Der hat bestimmte Prinzipien. Da geht es erstmal darum, also Risikominimierung, die im Vordergrund steht. Das heißt, die Kranken, die schon ewig auf der Straße sind, erstmal haben bevorzugten Zugang, sollen als erstes also praktisch in so ein Programm kommen, wenn es denn einen gibt. Das sind Menschen, die komplexe Problemlage haben. Das heißt, sie sind häufig erkrankt. Viele wohnungslose Menschen sind chronifiziert erkrankt, brauchen regelmäßige medizinische Versorgung und verelenden auf der Straße. Das kann man so sagen. Also je länger Menschen auf der Straße leben müssen, umso mehr verelenden sie. Ich finde das Wort an der Stelle auch wirklich richtig und das sollte man auch so benennen. Es soll immer wohnbegleitende Hilfen geben, das heißt soziale Hilfestellung für Menschen, die in eine Wohnung gekommen sind, sollen auch an, wenn sie es möchten, betreut werden. Es sollte eine Ansprechpartner, Ansprechpartnerin da sein, die dann ihnen Hilfe gibt, ihnen Hilfestellung in der Wohnung verbleiben zu können. Das ist das oberste Ziel. Und die Betreuung und das Wohnen sollten sich nicht vermischen. Also das ist auch eigentlich, glaube ich, nachvollziehbar, dass der Vermieter nicht gleichzeitig der Betreuer oder die Betreuerin sein sollte, um da nicht die Rollen zu verwechseln. Das sind sozusagen die Prinzipien, also Wohnung als Grundrecht. Das würde ich mal sagen, jeder Mensch hat das Recht auf eine Wohnung. Und er muss sich das auch nicht verdienen, sondern der Mensch an sich hat das Recht auf eine Wohnung und auf einen passenden Wohnraum. Es sollte ein möglichst dezentraler Individualwohnraum sein, keine Stigmatisierung über Ghettoisierung. Es sollte eine Trennung von Wohnung und Unterstützung sein. Es sollte eine Selbstbestimmung des Einzelnen sein und auch Wahlmöglichkeiten. Und der Ansatz ist immer Schadensminimierung, das habe ich gerade schon mal gesagt. Und die Hilfe sollte gewährt werden, solange wie sie nötig ist und die Menschen Hilfe brauchen. Was bietet der Ansatz? Er bietet die Chance, dass Menschen, die abgehängt sind, das habe ich gerade schon mal gesagt, die also keinen Zugang mehr, glaube ich, aus eigener Kraft zu Wohnraum herstellen können, dass die wieder in ganz normalen, privaten Wohnraum, wie wir alle, kommen können. Dazu brauchen sie Unterstützung und Rahmenbedingungen. Der Ansatz kann dazu beitragen, dass wohnungslose Menschen auch in ihrer Wohnung wieder Ruhe finden und ankommen können. Das ist ein Thema, was wir vielleicht gleich noch hören werden. Wohnungslose Menschen sind häufig Gewalt ausgesetzt. Sie brauchen Schutz. Sie sind eigentlich immer den ganzen Tag nur damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie überleben wir und wo können wir uns Hilfe und Überleben sichern. Und wenn man mit ehemals Wohnungslosen spricht, die dann also in Wohnung gekommen sind, dann hört man das auch häufig, dass das sozusagen für sie das Wichtigste ist, endlich anzukommen, nicht das Gefühl zu haben, wir sind hier nur übergangsweise, wir müssen hier wieder raus. Und dass sie zur Ruhe kommen. Das gilt vor allen Dingen auch für wohnungslose Frauen, glaube ich. Das ist nochmal ein extra Thema, weil die auch nochmal mit anderen Erfahrungen und auch Gewalterfahrungen kommen. Also Gewalterfahrungen haben wir sicherlich irgendwie alle, aber Frauen da auch nochmal, glaube ich, mit einem, vielleicht auch nochmal mit anderen Erfahrungen. Der Ansatz führt dazu, dass Ressourcen, die bei wohnungslosen Menschen lange brach lagen, weil sie auf der Straße gelebt haben, eben und ihnen nicht zur Verfügung standen, wie beispielsweise Essen kochen, einkaufen, sich wieder versorgen, sozusagen, dass durch diese Wohnung, die sie dann bekommen, diese Ressourcen wieder abgefragt werden und sich auch wieder entwickeln können und entwickeln müssen. Und manchmal brauchen sie dazu Hilfe und die soll ihnen eben dann auch zur Verfügung gestellt werden. Ja, das ist eigentlich das, was ich schon gesagt habe. Die Menschen, also was ist sozusagen der Unterschied? Man kann sagen, wir haben ganz viele auch Einrichtungen für wohnungslose Menschen. Das stimmt. Die Wohnungslosenhilfe hat viele auch gute Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, wie beispielsweise Trainingswohnen oder Übergangswohnen,
und betreutes Wohnen. Aber worum es hier beim Housing First geht, ist eher, dass es der niedrigschwellige direkte Zugang zu privaten Wohnraum ist, dass Sie also nicht in einer Maßnahme sein müssen, sondern Sie können direkt in die Wohnung. Sie müssen nicht verschiedene Stationen der Wohnungslosenhilfe durchlaufen, wenn Sie das nicht wollen. Und die Wohnung an sich eröffnet eine Form der Privatsphäre, die auch oft in Gemeinschaftswohnformen so nicht möglich ist. Das muss man mal sagen. Und viele Menschen, die im Housing First, die wir in dem Programm hatten, sind auch bei denen, die lange auf der Straße sind, auch oft Menschen, die viel in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe schon waren und immer wieder rein und raus und die auch irgendwann sagen, wir können das nicht mehr, wir wollen das nicht mehr und dann bleiben wir lieber auf der Straße, bevor wir wieder in eine Einrichtung gehen. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar und das sollte man auf jeden Fall im Blick halten. Hier ist nochmal ein Studienergebnis, das ist mir immer wichtig. Also es gab mehrere Studien bei Housing First in mehreren europäischen Ländern, auch mit natürlich unterschiedlichen Rahmenbedingungen angeboten und durchgeführt wird, sowohl in Südeuropa als auch in Österreich, in Portugal und natürlich auch in Finnland. Es gab mal einen Bericht in der Europäischen Kommission, das ist jetzt hier, da fand ich zumindest spannend, dass mehrere Studien herausgefunden haben, dass gerade für die Langzeitwohnungslosen, von denen ich gerade sprach, also die Hochchronifizierten, wo wir sagen, das sind die, die immer wieder rein in die Einrichtung raus, die sich nicht in den Einrichtungen mehr zurechtfinden können und auch nicht wollen, dass die gerade in diesem im Housing First Programm, also der direkte Zugang zum Wohnraum, dass der eine besonders hohe Erfolg und auch Haltequote hat. Also die liegt hier im Schnitt bei den Studien bei 78-90%, was eigentlich, finde ich, ein ziemlich gutes Ergebnis ist. Ja, das Ziel unseres Projektes, ich wollte das nochmal kurz vorstellen, weil wir das ja in Nordrhein-Westfalen sozusagen auch in die Fläche bringen wollten, war, dass wir den Housing First Ansatz ein bisschen populärer machen wollten. In Deutschland haben wir damit, glaube ich, immer noch so ein paar Berührungsängste, weil wir sehr auch in diesen wohnungslosen Hilfestrukturen bisher gut auch zurechtgekommen sind. Das ist das eine, für viele Menschen passt das, aber eben auch feststellen müssen, nicht alle müssen in stationären Einrichtungen erstmal was erlernen, sondern eigentlich geht es hier darum, den Menschen, die eben schwer und lange auf der Straße waren, erstmal eine Wohnung zu geben. Das wollten wir erproben. Deshalb haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen und wir wollten das natürlich so machen, dass wir den Housing First Ansatz erproben und den kann man nur erproben, wenn man auch Wohnungen hat. Da aber die Wohnungssituation auf dem Wohnungsmarkt so ist, dass diese Menschen kaum Wohnung bekommen, mussten wir einen anderen Weg gehen und haben uns dann dazu entschieden, mit unserem damaligen Kooperationspartner 50/50 aus Düsseldorf einen Fonds aufzulegen, dem wir dann sozialen Trägern die Möglichkeit gegeben haben, Immobilien zu kaufen, also Apartments, kleine Apartments, um die dann an diese Zielgruppe auch als privatrechtlichen Wohnraum zu vermieten. Das war uns ein Anliegen über 3 Jahre und das dann auch wissenschaftlich zu begleiten und zu evaluieren. Das Ganze hat sich über einen, das kann man auch mal so sagen, Gerd Richter hat uns diese Bilder hier zur Verfügung gestellt, beziehungsweise er unserem Kooperationsträger 50/50. Wir durften dann diese Bilder verkaufen und das ging dann in einen Fonds und dieser Fonds war dann für die Träger, die eben Wohnraum kaufen wollten, für diese Menschen gedacht. Das haben wir dann auch geschafft und wir haben ein wenig von dem Geld dann auch in Immobilien für die Menschen anlegen können. Da komme ich gleich nochmal kurz zu. Also die freien Träger haben dann unsere Träger und die freien Träger der freien Wohlfahrtspflege, also da waren auch Caritas und Diakonie dabei, konnten dann aus diesem Geld Geld herausnehmen, geschenkt, um dann Immobilien zu kaufen und diese dann an die Zielgruppe zu vermieten und die gleichzeitig auch die sozialen Hilfen zur Verfügung gestellt haben. Das entspricht dem Ansatz, den ich gerade erklärt habe. Das war die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit war natürlich in den Kommunen nochmal zu gucken, gibt es vielleicht auch andere Kooperationspartner. Also wer in dem Projekt mitmachen musste, musste nicht eine Immobilie kaufen, sondern wenn jemand gesagt hat, wir haben ja bei der städtischen Wohnungs-
Gesellschaft auch eine Quote und die stellen uns irgendwie 3, 4 Wohnungen für diese Zielgruppe zur Verfügung. Dann war das super und dann konnten die da auch mitmachen. So, das war aber leider nicht so häufig der Fall, sodass wir dann doch eher auf die eigenen Immobilien zurückgreifen. Ja, was haben wir erreicht? Nur nochmal kurz, also in der Zeit, wir wollten eigentlich 100 Wohneinheiten schaffen. Wir haben dann insgesamt für 75 Menschen 64 Wohnungen, ungefähr um die 70 Wohnungen erschlossen. Denn der Bericht, das ist aus unserem Evaluationsbericht, der einen Monat vor Beendigung des Projektes erstellt wurde. Das heißt, wir waren dann so bei 75 Menschen, damals in 64 Wohnungen, es sollten aber noch zusätzliche erschlossen werden. Wir kamen also nicht ganz auf 100, aber unser Ziel war ja auch eher, diesen Ansatz bekannt zu machen, um damit auch zu sagen, Leute, es kann funktionieren und guckt mal, wie wir das weiter transportieren können. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen, weil ich nehme wahr, dass der Ansatz weiter diskutiert wird in der Fachöffentlichkeit und auch in der Politik, Gott sei Dank, zunehmend wahrgenommen wird. Und das, finde ich, ist ein Erfolg sicherlich auch unseres Projektes. Ja, dann ist mir noch wichtig, was ist noch wichtig für die Umsetzung oder welche Erfahrungen haben wir gemacht in dem Projekt? Da muss ich sagen, für die Umsetzung von Housing First ist wichtig, dass es eine politische Agenda gibt. Also ich glaube, dass man da kraftvoll etwas tun kann in einem Land, wenn man es nicht, sozusagen, wenn man sich nicht zurücklehnt und sagt, das werden schon irgendwie, weiß ich nicht, die freien Träger werden das alleine lösen, sondern ich glaube, wenn ein politischer Beschluss zum Beispiel dahinter steht, wenn eine Kommune sagt, ja, wir wollen das, oder wir, ich sag mal, das Berliner Housing First Projekt hat gezeigt, der Senat hat gesagt, wir möchten unsere Wohnungslosen über Housing First in die Wohnungen in Berlin vermitteln und hat dazu ganz gezielt ein Projekt gegründet und weil es auch eine politische, also eine sozialpolitische Agenda dahinter stand, dann hat das eine große Power und dann kann das auch, sag ich mal, in größeren Schritten bewegt werden. Das sieht man in Finnland, die haben ihre Wohnungslosigkeit fast ganz bewältigt. Ich weiß, dass man Finnland nicht mit uns vergleichen kann, aber das zeigt nur, dass wenn es einen politischen Willen gibt, das zu tun, dann ist da einfach eine größere Kraft und ein größerer Erfolg hinter, als wenn einzelne Träger, sage ich mal, sagen, ja, wir kaufen jetzt hier mal eine Wohnung. Das ist alles toll, aber sowas, die Zugänge für die Kooperation zur Wohnungswirtschaft, die sollen in der Kommune geschaffen werden. Auch das über politische Netze. Die Kooperationen von sozialen Trägern, die auch den Housing First Ansatz favorisieren und auch Fachleute, dass man die zusammenbringt. Das haben die in Berlin übrigens gemacht. Die haben Sozialarbeiter da, die sich mit den Menschen auf was die sozialen Fragen angeht, aber die haben eben auch einen Kollegen aus der Wohnungswirtschaft, der sich wunderbar auch in der Sprache der Wohnungswirtschaft auskennt, der sich in der Immobilienwirtschaft auskennt. Und das ist eine super Kombi. Wenn man die Chance hat, das zu tun, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Ja, unsere Erfahrung ist, dass Housing First nur mit schnellem Zugang zu regulären Mietverhältnissen realisierbar ist. Das heißt, die Leute müssen schnell in die Wohnung, die dürfen nicht lange hingehalten werden. Es muss ein Hilfesystem da sein, wo man sagt, okay, Herr Meier, so und so kriegt die Wohnung, weil Menschen auf der Straße auch nicht manchmal eben auch nicht so lange dranbleiben, es sei denn, man betreut sie dann immer wieder. Aber es sollte schon ein Netz da sein, wo man sagt, okay, das geht schnell. Die Wohnungsakquise ist Dreh- und Angelpunkt. Das heißt, wenn ich keine Wohnung habe, kann ich auch kein Housing First machen. Also wir brauchen die Immobilienwirtschaft dazu. Wir brauchen die Wohnungswirtschaft und wir müssen uns mit denen an einen Tisch setzen, wenn wir Wohnungslosigkeit verhindern oder beseitigen. Davon will ich gar nicht sprechen, aber zumindest verringern wollen. Schön wäre eine Ankaufsoption, also das heißt im Grunde genommen auch vielleicht sowas wie einen Fonds auflegen, wie wir es gemacht haben. Wir brauchen soziale Wohnraumagenturen, kirchliche Immobilien. Wir müssen ausschöpfen, Belegungsrechte in den Kommunen, vielleicht auch die Quote in der Quote. Und was auch klar ist, Anreize für Vermieter zu schaffen. Also das heißt im Grunde genommen auch eine Win-Win-Situation herzustellen, nicht nur zu sagen, ihr müsst das jetzt tun, sondern manchmal kann es auch hilfreich sein zu sagen, passt mal auf, wir sind hier die sozialen Menschen, wir
kennen uns mit Wohnungslosigkeit aus, wir haben Draht zu den Menschen. Und was Besseres kann euch eigentlich gar nicht passieren, wenn Herr Müller hier euer Vermieter, euer Mieter sein kann und wir den betreuen, dann habt ihr auf jeden Fall, seid ihr auf der sicheren Seite, ihr kriegt die Miete, wir sorgen dafür, wir gucken, dass der Hilfe kriegt und dass der sich möglichst schnell hier auch eingliedern kann. Ich glaube, das ist immer gut. Und was auch wichtig ist, ist bei der Wohnungsakquise, das kann ich auch nur sagen, individuelle Bedarfe der Menschen müssen Berücksichtigung finden. Wir haben jemanden gehabt, der einfach in ein falsches Wohnumfeld, das war super gemeint, aber der weiter weg von der Szene untergebracht wurde in ein Wohnumfeld, in dem er sich nicht zurechtgefunden hat. Das ist in die Hose gegangen, muss man mal sagen. Und auch da muss man immer gucken und dafür braucht es, glaube ich, auch die Expertinnen und Experten aus dem sozialarbeiterischen Bereich, die dann auch sagen, also bei Herrn Müller ist es so, der braucht ein Wohnumfeld, was anonym ist, das funktioniert. Bei Herrn Meier, der braucht was ganz anderes. Und der braucht, der müsste auch in einen Stadtteil, wo er nah, was weiß ich, beim Doktor ist, weil er da irgendwie seit Jahren hingeht und seine Versorgung kriegt oder sowas. Also das, finde ich, sollte immer Berücksichtigung finden. Und damit haben wir relativ gute Erfahrungen gemacht, wenn man auch da guckt. Und Geschlecht habe ich nochmal hingeschrieben, weil das auch ganz wichtig ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es oft, nicht immer, aber dass oft auch nochmal Frauen einen anderen Bedarf haben als Männer. Es gibt ein Beispiel für mich, ein jahrelanger Wohnungsloser, der sich in einem hohen normalen Wohnhaus mit, weiß ich nicht, 20 Mietparteien oder 25, was relativ anonymes, der sich da super wohlfühlt, weil er da anonym ist und weil er da auch nicht stigmatisiert ist. Und es gibt einige Träger, die uns zurückgemeldet haben, dass Frauen, wohnungslose Frauen oft sagen, sie brauchen eher ein etwas engeres, beschützenderes Umfeld. Also da muss man auch nochmal gucken, mit wem hat man es da im Einzelnen zu tun. Wichtig war mir hier nur nochmal der Fokus. Auch das ist wichtig in der Betrachtung. Wem gibt man da welche Wohnung? Und auch das ist nicht unerheblich. Ich weiß, dass das alles kein Wunschkonzert ist, aber das sind eigentlich auch alles Punkte, die man mit berücksichtigen sollte. Ja, so viel jetzt erstmal dazu. Und na, ich bin das jetzt durchgehechelt, aber es können ja auch noch Fragen kommen, die ich gerne beantworte. Vielen Dank erstmal. Ja, super. Vielen, vielen Dank für diesen guten Input und den guten Überblick. Es gibt auch schon erste Fragen und Anmerkungen im Chat, aber ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal mit Frau Pollich weitermachen. Und wir können ja danach Fragen und so weiter beantworten. Und ich denke mal, dass mein Kollege Merdat Mustafizadi gleich auch noch ein bisschen was sagen will, was wir so vorhaben, auch als Grüne an Ideen. Genau, aber ich würde jetzt erstmal Frau Pollich gerne übergeben. Und ich finde es total spannend, das muss ich noch dazu sagen, Frau Pollich ist Soziologin und Kriminologin an der HSPV, wo unsere Kommissarsanwärterinnen und Anwärter ausgebildet werden. Und ja, ich finde es total klasse, dass jemand, die sich mit dem Thema beschäftigt, eben auch Dozentin an der Fachhochschule ist. Dankeschön, Frau Schäffer. Ich hoffe, man hört mich jetzt. Ich glaube ja, ne? Sehr gut. Der Zoom mir hier noch sagt, ich bin stumm gestellt. So. Also, ja genau, ich bin Soziologin an der HSPV, also tagsüber mit der Ausbildung von jungen Polizeibeamtinnen und Beamten beschäftigt. Kann das Thema auch immer wunderbar einfließen lassen, weil das natürlich auch Berührungspunkte mit deren künftigen Beruf hat. Es wird nämlich gehen um, ich teile mal meine Folien eben, Gewalt gegen wohnungslose Menschen. Meine Forschung zu dem Thema ist schon ein paar Jahre her. Ich habe das Ganze relativ stark gestrafft und das nochmal so ein bisschen in die Richtung versucht zu bürsten, dass sehr allgemeine Ergebnisse und Befunde rauskommen, die hoffentlich auch im Moment noch halten, weil sich sehr viele Sachen getan haben. Da werde ich ganz am Ende hinkommen, die vielleicht auch die Gewalt gegen wohnungslose Menschen beeinflusst haben. Das weiß ich aber alles gar nicht. Ich gehe mal dahin, wo ich
mehr zu sagen kann. Und zwar ist es tatsächlich, und das ist ein bisschen schade eigentlich bei diesem Thema, was ja, es kam schon ein paar Mal raus, so, leider so ein bisschen randständig ist, jetzt mit den Tätern anzufangen. Das ist eigentlich, ne, eigentlich gehört denen gar nicht sozusagen die Hauptaufmerksamkeit. Was ich nur vorneweg schicken muss, wenn man sich mit Gewalt gegen wohnungslose Menschen befasst, ist es so, dass in Abhängigkeit davon, wer der Täter war, dieses Delikt oder dieser Deliktsbereich sich eigentlich, ich sag mal, in zwei Teile teilt. Dass es ganz andere Strukturen auch an Tätern, an Tathergängen sind, je nachdem, ob man sich nämlich Delikte innerhalb der Szene anguckt. Also ebenfalls wohnungslose Täter oder Täter, die vielleicht auch eine Wohnung haben, aber sehr enge Szenekontakte sozusagen. Und das auf einem ganz anderen Blatt steht, wenn man sich Täter anguckt, die nicht wohnungslos sind. Im Bereich der Gewaltdelikte kann man sagen, so ganz, ganz grob teilt sich das 50% zu 50% ein, wo es tatsächlich innerhalb der Szene zu Gewalt und auch sonstigen Delikten kommt und eben auch die Hälfte ungefähr, die aus der Mehrheitsgesellschaft tatsächlich auf die wohnungslosen Menschen dazukommt. Wenn man sich die Täterstrukturen erstmal anguckt, ich fange mal bei den nicht wohnungslosen Tätern an, die sind regelmäßig jünger. Jünger als die Opfer, aber auch generell jünger, die jüngere Altersgruppe, also ich sage jetzt mal Jugendliche, Heranwachsende, junge Erwachsene so. Tendenziell manche Forschungsarbeiten berichten auch, dass eher lebensältere Menschen, ich sag mal 50 aufwärts, dann gerade mit sowas auffallen wie Beleidigungen oder sowas. Aber jetzt auch für NRW, also meine Erkenntnisse beruhen einerseits auf Gesprächen, Interviews mit Wohnungslosen, 200 Fragebogenbefragungen habe ich da gemacht und auch parallel flankierend eine Analyse von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten, 150 Stück aus NRW, und da waren beide Datenquellen eigentlich relativ sich einig sozusagen, das sind eher jüngere Täter, vor allem in Relation auch zu den Opfern, wie gesagt. Regelmäßig wird sowas in Gruppen begangen, gerade in jüngeren Gruppen. Und regelmäßig lassen sich, ja, ich habe es mal Abwertungsmotive feststellen, was in dem Datenmaterial nicht so oft drin war, was mir auch die Wohnungslosen selber nicht so oft berichtet haben, ist, dass es erklärt rechtsextreme Täter, die jetzt zum Beispiel anhand der Kleidung irgendwie erkennbar waren oder die irgendwie auch auf Basis der analysierten Akten, die enger organisiert waren in rechtsextremen Gruppen. Das kam vereinzelt vor. Was regelmäßig feststellbar war, war eher so ein subtileres Abwertungsmotiv von, ich sag mal in Anführungsstrichen, ganz normalen Bürgern. Also das ist tatsächlich eher so der Befund. Und da muss man auch sagen, da würde ich auch tatsächlich noch weitergehen als die Daten. Ich glaube, fast nahezu jede Tat, ohne es jetzt wirklich ganz genau eins zu eins sagen zu können, aber bei sehr, sehr vielen Taten durch nicht wohnungslose Täter würde ich ein Abwertungsmotiv in irgendeiner Form unterstellen. Gucken wir uns die Taten innerhalb der Szene an. Das sind meistens Menschen mittleren Lebensalters, ich sage jetzt mal 25 bis 45, wie auch immer. Das sind ja auch oft die Betroffenen, ne? Und die sind dann halt auch relativ homogen, Täter und Opfer. Das sind meistens irgendwie, ich sag mal, gleiche Altersgruppen. Die Täter sind auch deutlich häufiger alleine. Das ist oft so, dass halt einer gegen einen, aber diese Gruppenstruktur, das lässt sich deutlich häufiger bei den nicht wohnungslosen Tätern feststellen. Was die beiden gemeinsam haben, ist tatsächlich, dass es überwiegend Männer sind, die Delikte gegen Wohnungslose begehen, und dass ganz, ganz oft Alkohol im Spiel ist. Und sowohl innerhalb der Szene als auch eben der typische Junggesellenabschied in der Altstadt oder wie auch immer, die sich dann nicht unbedingt zwingend gewalttätig, aber irgendwie deutlich abwertend eben mit unschönen Tätigkeiten in Richtung Wohnungslose bemerkbar machen. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen was tatsächlich doch zu den Opfern auch sagen. Einiges habe ich schon vorweggenommen. Die Unterteilung ist wieder die gleiche. Ich habe es schon gesagt, also Opfer von wohnungslosen Tätern sind meistens irgendwie ungefähr gleich alt. Die kennen sich auch vor der Tat gut. Manche sagen auch, ja, wir waren eigentlich vor der Tat noch sowas wie, naja, eine Zweckgemeinschaft, was auch immer, ne? Also viele kennen sich eben von der Straße, von der Szene, und da eskalieren dann regelmäßig auch Streitigkeiten. Das ist auch dann regelmäßig so, dass man sich nach der Tat
wieder gut ist sozusagen. Es ist ganz andere Struktur, wenn man sich wiederum auf der rechten Seite die Opfer von nicht wohnungslosen Tätern anguckt. Ich habe schon gesagt, die sind oft älter als die Täter, die sind oft auch, also da sieht man halt regelmäßig so ein gewisses Ungleichgewicht von Alter, von Gruppe gegen Einzelne. Das ist relativ deutlich und ganz überwiegend, ist auch halbwegs selbsterklärend, kennen die sich vor der Tat nicht persönlich. Also heißt aber dann auch, es ist kein persönliches Motiv im Sinne von irgendeiner Streitigkeit oder irgendwie sowas vorausgegangen, sondern man viktimisiert da tatsächlich meistens Menschen, die man vorher nicht kennt. Also das spricht ja auch wieder so ein bisschen für diese Hasskriminalität, diese Hate Crime, Vorurteilskriminalität, wie das in der Kriminologie so schön heißt, die ja auch Botschaftsverbrechen ist. Es sind Verbrechen nicht gegen eine einzelne Person, wegen einer Streitigkeit oder wegen einer Vorgeschichte, sondern einfach wegen der Gruppenzugehörigkeit oder der zugeschriebenen Gruppenzugehörigkeit. Und da wäre das halt eben auch, sage ich mal, schon ein Indiz für. Meine Daten haben damals gezeigt, dass mit steigender Zeit auf der Straße, und zwar bei beiden Gruppen, das Risiko der Opferwerdung sinkt. Ich habe mir das so erklärt, dass man, also so ungefähr ab einem Jahr auf der Straße werden die Leute ein bisschen weniger Gewaltopfer. Ich habe mir das erklärt, dass es tatsächlich ein Lernprozess ist, sich selber zu schützen. Ne, und dass man sozusagen auch mit der Erfahrung weiß, welche Ecken man meiden soll, so traurig das ist. Andere Forschung zeigt allerdings, dass das mit ganz steigendem Alter oder steigender Zeit auf der Straße, Frau Rietenberg hat es auch gesagt, ne, die Leute, die haben ja komplexe Problemlagen, dass es dann vielleicht auch wieder zunimmt, weil die dann extrem verwundbar und sehr wehrlos werden sozusagen. Also dass das eher so eine U-förmige Angelegenheit, so ein U-förmiger Zusammenhang ist. Das will ich nicht ausschließen. Ich habe das in den Daten nicht gesehen, aber das leuchtet mir sehr ein. Was haben wir denn jetzt eigentlich für Taten? Wie passiert denn das genau? Wo passiert das? Ich möchte nur noch ganz kurz da noch mal so ein bisschen ein paar Schlaglichter aufwerfen. Nämlich habe ich wieder dieselbe Unterteilung. Der erste Punkt ist aber noch mal ein Hinweis auf die Delikte. Das sind ganz oft Körperverletzungs- und Gewaltdelikte von beiden Tätergruppen. Warum ich hier nochmal auf die einzelnen Delikte eingehe, ist eigentlich zu sagen, es ist ja nicht nur Gewalt, der die Menschen ausgesetzt sind auf der Straße und ist auch nicht nur Gewalt schlimm. Wenn ich sozusagen fast gar nichts mehr besitze und mir das noch gestohlen wird, sei es aus Vandalismusgründen oder tatsächlich, weil es jemand anders gerne hätte, ist das ebenfalls extrem, ne? Also ist das auch durchaus schlimm. Also schlimmer als wenn jemandem, der mit einer Wohnung, mit normalem Einkommen was geklaut wird, das ist ersetzbar, man ist versichert. Also auch sowas oder auch Beleidigungen. Ne? Also es wird halt immer sehr stark auf Gewalt fokussiert. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Das ist absolut schlimm und das geht auch bis zu schlimmsten Körperverletzungen, bis zu Tötungen. Aber auch die anderen Delikte, sowas wie auch Vandalismus aus Abwertungsgründen, einfach einen Schlafsack mitnehmen und irgendwie in den Rhein schmeißen oder so. Das mag irgendwie wie eine Lappalie aussehen, das ist keine körperliche Gewalt, aber das will ich durchaus nochmal betonen, das sind ja auch Sachen, auf die man gucken sollte. Gucken wir uns nochmal jetzt vielleicht die Taten der wohnungslosen Täter an, zu den Strukturen. Auch das hat Frau Rietenberg gesagt, die fehlende Privatheit in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Ne? Es ist tatsächlich auch so, dass da auch relativ viel passiert in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, weil man eben ja, sich nahe auf der Pelle sitzt, weil es auch zu Streitigkeiten, zu Eskalationen kommt. Also das sind regelmäßig auch die Tatorte. Ganz regelmäßig sind es Orte, die nicht öffentlich einsehbar sind, entweder eben in diesen Einrichtungen oder dann aber halt auch, wenn es dann im öffentlichen Raum passiert, eher Nischen, eher abgelegen, wo eben die wohnungslosen Menschen, sage ich mal, untereinander zusammenkommen. Das ist ja dann relativ leicht erklärlich und auch kriminologische Binsenweisheit. Eigentlich da, wo die Menschen zusammentreffen, passieren die Delikte sozusagen. Und es ist halt eben für diese Arten von Taten sind es eben die Lagerplätze, wie auch immer. Ne? Ganz, ganz regelmäßig geht es einfach um Ressourcen. Es sind eskalierte Streitigkeiten, die auch hier muss man sagen, mit der Brille von jemandem, der irgendwie eine Wohnung hat und
regelmäßiges Einkommen sind das, ich will nicht sagen Lappalien, aber es ist tatsächlich, dass das gewinnt dann so eine ganz große Dynamik. Oft geht es auch tatsächlich um Plätze, um Wohnungslosenzeitungen zu verkaufen oder sowas. Das sind ja alles tatsächlich Ressourcen, ne? Also da eskalieren die Streitigkeiten dran. Ich habe das so ein bisschen kriminologisch, polizeilich damals taten mit Anbahnungsphase, also mit irgendeiner Vorgeschichte genannt, ne? Wo sich irgendwas hochschaukeln kann, was auch immer, ein falsch verstandener Kommentar oder keine Ahnung. Ne? Geplante Taten sind das so gut wie nie eigentlich. Also das sind eigentlich eher immer aus der Situation heraus entstehende Konflikte und dann oft halt eben auch Gewaltdelikte. Springen wir mal zu den nicht wohnungslosen Tätern, Täter aus der Mehrheitsgesellschaft. Das wird regelmäßig im öffentlichen Raum, im ÖPNV-Umfeld, auch Haltestellen und so weiter begangen. Regelmäßig nachts in der Dunkelheit und regelmäßig habe ich auch tatsächlich gefunden, und das passt ja so ein bisschen zu diesem bandenmäßig, auch auf unbekannte Opfer loszugehen, also regelmäßig auch wehrlose oder schlafende Opfer. Das ist was, das war jetzt Gott sei Dank nicht der absolute Regelfall, aber doch, also es war sehr stark in den Daten drin und wahrnehmbar, und das war auch das, was die wohnungslosen Menschen mir berichtet haben. Relativ unvermittelte Taten, also es gibt kein Eskalationshergang oder so, das passt ja auch wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, ne, dass man sich halt irgendwie eher im öffentlichen Raum ein sichtbares Opfer mehr oder weniger zufällig sucht, also auf die Person bezogen zufällig, meistens nicht so richtig zufällig auf die Gruppe, der die Person zugehört. Es gibt immer wieder mal geplante Taten, das soll nicht heißen, deshalb die Anführungszeichen, dass die von A bis Z durchgeplant sind sozusagen und der Täter schon ganz genau weiß, morgen gehe ich mit dem und dem Tatmittel sozusagen da und dahin, aber dass sowas irgendwie, dass man so einen latenten Vorsatz hat, heute suchen wir uns einen oder so. Das ist schon immer mal wieder in den Daten drin gewesen. Oder auch, dass während der Tatausführung das geplant wird. Das ist gerade bei dieser Gruppendynamik, die da unten auch noch steht, dass dann tatsächlich auch Jugendliche auf den Wohnungslosen losgehen, dann wieder von ihm ablassen, sich so ein bisschen ja auf eine Art wie verabreden, dann nochmal hingehen und sagen, hey komm, der hat uns jetzt irgendwie blöd beleidigt, der kriegt jetzt nochmal einen, sowas eher. Das war relativ regelmäßig. Das meine ich mit geplant, also nicht dieses völlig von A bis Z durchgeplante, aber durchaus so ein gewisser Vorsatz dabei. Genau, die Gruppendynamik, das geht auch wieder einher mit dem Alter der Täter, mit der Gruppenhaftigkeit. Ne? Das ist so, also man merkt, oder ich hoffe, man merkt, dass es halt eben tatsächlich so zwei ganz verschiedene Komplexe und Wirkungszusammenhänge von Deliktstrukturen eigentlich sind. Ne? Letzter Punkt, jetzt hakt es, genau. Was wissen wir denn über das Ausmaß? So viel weiß man gar nicht. Das ist ein bisschen schwer dran zu kommen. Ich habe auch gar keine Zahlen für Sie, sondern ich wollte eigentlich damit vielmehr nochmal zeigen, wie schwierig das eigentlich ist. Also, und es ist auch sowas wie eine Trichterlogik schon fast. Also am schwierigsten dran zu kommen und zu erfassen sozusagen, oder vielleicht sogar schon am lückenhaftesten erfasst, sind wirklich ja meist dann rechtsmotivierte Straftaten, politisch motivierte Straftaten. Man nennt das Hasskriminalität. Ich habe es vorhin beschrieben, oder Vorurteilskriminalität. Das steht tatsächlich in der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität drin. Jedoch muss der Fall, bis er dahin kommt, einige Hürden nehmen. Der muss nämlich erstmal angezeigt werden. Das ist schon mal die erste Hürde. Und die zweite Hürde ist dann tatsächlich, dass der Fall auch noch als politisch motiviert erfasst werden muss. Und da gibt es natürlich, und erkannt werden muss. Wenn das jetzt erklärte Rechtsextreme sind, ist das meistens relativ einfach sichtbar. Wenn es so subtilere Sachen sind, ich sage mal, ein gut situierter 55-Jähriger bespuckt oder tritt einen Wohnungslosen im Vorbeigehen. Das ist offensichtliche Abwertung, zumindest aus meiner Wahrnehmung, aber dass es dann tatsächlich in der Statistik landet als politisch motivierte Kriminalität, da muss auch Polizei genau hinschauen, weil da ist sozusagen dieser Filterungsprozess zum politisch Motivierten. Das ist ja nochmal eine eigene Statistik. Wo dann Taten von beiden Gruppen ausgehend drinstehen, ist die polizeiliche Kriminalstatistik. Das ist sozusagen die Statistik, wo die Kriminalität im Allgemeinen
erfasst wird. Da wird auch nicht mehr differenziert nach politischer Motivation oder Abwertungsmotiv. Da werden einfach nur noch die Taten erfasst. Und Frau Schäffer hat es gesagt, es waren 550. Genau, das ist nämlich die Zahl in der sogenannten Opferspezifik der PKS, der polizeilichen Kriminalstatistik. Das ist nochmal so eine kleine gesonderte Erfassung, wo Menschen, die besonders oder Gruppen, die besonders vulnerabel sind oder wo man von einem erhöhten Opferwerdungsrisiko wegen verschiedener beruflicher oder persönlicher Merkmale ausgeht, die werden da erfasst. Das wird so ungefähr seit 10 Jahren gemacht. Die Zahlen, ich habe es mir mal angeguckt, die steigen auch seit diesen 10 Jahren. Allerdings muss man sagen, das ist tatsächlich, da ist so viel auch Erfassungslogik nochmal mit in den Zahlen drin, wie viel kommt da ins Hellfeld, dass ich jetzt da einen faktischen Anstieg nur mit Vorsicht rauslesen würde. Der ist irgendwie sachlich gesehen wahrscheinlich. Die Daten sind nur halb dazu geeignet, den wirklich gesichert zu diagnostizieren. Auch hier ist wieder die Hürde, dass das Ganze natürlich zur Polizei erstmal gelangen muss, um in dieser polizeilichen Kriminalstatistik drin zu stehen. Gerade bei wohnungslosen Opfern ist natürlich davon auszugehen, und das zeigen auch Studien, dass die eine größere Scheu haben, sich bei Behörden, Polizei zu melden, wenn ihnen was passiert ist, aus verschiedensten Gründen. Ja, aber da kann man tatsächlich davon ausgehen, dass das Dunkelfeld ziemlich groß ist. Es gibt, und auch das sagte Frau Schäfer schon, auch von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, auch seit Jahren erfassen die sehr, sehr ausführlich und kleinteilig Pressemeldungen von Gewaltdelikten gegen Wohnungslose. Auch da muss man sagen, wenn es in der Zeitung steht, weiß es meistens auch die Polizei. Ne? Also die Sachen, von denen wirklich kaum jemand weiß, die werden auch in der Presse nicht erfasst sein, wenn die Opfer selber nicht drüber sprechen. Von daher würde ich da so eine ähnliche Problematik wie in der polizeilichen Statistik attestieren oder vermuten, dass die relativ deckungsgleich sind. Man kann auch hingehen, auch das habe ich versucht, und wohnungslose Menschen im Dunkelfeld befragen. Dunkelfeld heißt einfach, zu den Leuten selber hingehen und sie zu ihren eigenen Opfererfahrungen befragen. Das geht, das kann man machen. Auch hier ist es ganz, ganz schwer, eine repräsentative, verallgemeinerbare Datenbasis zu kriegen, weil es halt auch hier Wohnungslose gibt. Die sind für Wohnungslosenhilfe nicht erreichbar. Die sind für sich, die sind natürlich auch für Befragungen nicht erreichbar. Oder was heißt natürlich, aber nur ganz, ganz schwer. Um verallgemeinerbare statistische Ergebnisse zu haben, bräuchte man auch sowas wie Listen, aus denen man zufällig ziehen kann. Das geht natürlich alles nicht. Und man muss auch sagen, viele Leute, Frau Rietenberg sagte, es sind halt eben auch von der Konzentration her irgendwie auch nicht mehr so stark, oder denen fällt es unheimlich schwer, halt eben mit so einem Fragebogen. Das war sowieso, also man kann den oft keinen Fragebogen einfach so hinlegen. Aber tatsächlich sowas durchzugehen, das sieht dann auch aus wie ein Formular, und die sind sowieso meistens nicht so sehr beliebt, Formulare allgemeiner Natur. Ne? Also auch das ist ganz, ganz schwer. Drum gibt es eigentlich relativ wenig verlässliche Zahlen. Das ist eigentlich nur das, was ich sagen will. Um zum Ende zu kommen, und das ist das, was ich eingangs meinte, meine Daten sind jetzt so um die 8 Jahre alt oder fast schon 10 Jahre alt, und seither hat sich ja so viel getan. Das heißt, diese Grundstrukturen, da glaube ich fest dran, die bestehen noch. Darum habe ich auch dieses Destillat quasi irgendwie gezeigt. Weil das, glaube ich, was ist, was hält. Aber es haben sich gesellschaftlich so ein paar Entwicklungen ergeben. Vielleicht ist das auch was für die Diskussion, oder vielleicht kann Frau Rietenberg da auch was aus ihrer Erfahrung zu sagen. Aber es haben sich ja seitdem so ein paar Sachen verändert. Zustrom geflüchteter Menschen, die sicherlich auch, sag ich mal, vielleicht oftmals auch auf der Straße sich wiederfinden und dadurch die Ressourcenkonflikte und die Konflikte untereinander vielleicht sogar auch noch verschärfen oder in der Wahrnehmung der sowieso schon auf der Straße Lebenden verschärfen. Was sich gleichzeitig mit dem Zustrom gezeigt hat, ist, dass sich in der deutschen Gesellschaft einige durchaus radikalisiert haben, beziehungsweise was man sagen kann, ist, dass die politisch motivierte Gewalt in den Jahren 2015, 16, 17 deutlich angestiegen ist. Und das zeigt sich auch in der Gewalt gegen Wohnungslose. Und auch jetzt haben wir ja wieder viel Diskussionen in der Gesellschaft und eine wahrgenommene Spaltung. Also
letztendlich, das wäre auch nochmal eine spannende Frage, was macht das eigentlich mit diesem Phänomen Gewalt gegen Wohnungslose? Die Verschärfung auf dem Wohnungsmarkt, ich glaube, da haben wir viel auch schon drüber gehört. Ne? Ich glaube, da ist auch nochmal viel passiert. Die Wohnungslosenzahlen haben zugenommen, haben wir gerade gehört. Ich denke auch natürlich schon fast selbsterklärend werden dann auch die Viktimisierungszahlen steigen und nicht zuletzt die Corona-Pandemie, die sicherlich auch auf die Wohnungslosen, auf Zugänge zu Unterkünften und so weiter. Vielleicht müssen viele einfach jetzt auch in diesen Zeiten noch mehr Leute auf der Straße völlig schutzlos übernachten. Das wird sicherlich auch noch alles aktuelle Einflüsse haben, die ich jetzt hier gar nicht abbilden konnte. Damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Das wäre es von meiner Seite. Ja, super, vielen Dank. Ich fand auch, das war ein total spannender Vortrag und dass es gerade so wenig Regung im Chat gibt, deutet darauf hin, dass alle bei beiden Inputs sehr gespannt einfach zugehört haben. Und ich habe eine konkrete Frage gleich an Frau Riedenberg zum Thema dezentraler Ansatz, würde aber vielleicht gerne einmal meinem Kollegen Mehrdad Mustafizadeh die Möglichkeit geben, schon mal was zu sagen, auch was sich eigentlich landespolitisch gerade tut. Also was im Landtag diskutiert wird zum Thema Housing First, was der aktuelle Sozialminister da gerade in dem Themenfeld macht. Und ansonsten würde ich bitten, einfach gerne noch ein paar Fragen, Anmerkungen, vielleicht auch, weil ich weiß, dass auch eine Menge Fachleute hier heute daran teilnehmen, auch gerne einfach Erfahrungen reinstellen oder sich gleich mal zu Wort melden. Frau Pollich hatte ja gerade auch noch mal ein paar Entwicklungen angesprochen, was, glaube ich, auch ganz spannend ist, noch mal zu hören, so aus der Praxis, wie sind denn da aktuell die Entwicklungen und wie sind so die Erfahrungen von vor Ort? Aber Mehrdad, ich würde dir gerne zuerst das Wort geben und alle einfach aufrufen, gerne Fragen, Anregungen, Anmerkungen in den Chat reinzuschreiben. Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite einen schönen guten Abend an alle. Ja, zwei sehr spannende Vorträge, vielleicht in aller Kürze. Ich bin ein großer Verfechter dieses Housing-First-Ansatzes und Frau Riedenberg hat das ja auch ein bisschen angedeutet, ich finde sehr diplomatisch an einer Stelle, wo sie sagte, also man kam ja mit diesen bisherigen Ansätzen auch ganz gut klar, das will ich auch nicht unbedingt in Frage stellen, aber es gibt schon auch eine politische Seite dessen. Also die Frage ist ja schon, inwieweit wir Menschen für ja selbstbestimmt halten und inwieweit wir Bedingungen stellen sollten oder dürfen, dass sie überhaupt Wohnungen besitzen dürfen oder das eben von einer Bedingung abhängig zu machen, dass sie sich in Therapie, in Betreuung oder anderes begeben. Und das wäre auch so sozusagen, wenn ich das vorgreifen darf, also meine Bewertung zum dezentralen oder nicht dezentralen Ansatz, der muss aus zwei Gründen aus meiner Sicht dezentral sein. Also erstens, weil eine Konzentration die Akzeptanz deutlich senken würde für in Anführungszeichen normale Vermieter an solche Personen zu vermieten. Und der zweite Punkt ist, es darf auch nicht zur Stigmatisierung, also unmittelbaren Auffindbarkeit führen. Und der dritte Punkt ist, betreuende Ansätze müssen angenommen werden können. Und da ist es eben auch im konkreten Wohnumfeld. Und das fordern wir in allen Politikfeldern. Und das fordern wir in der psychosozialen Betreuung, das fordern wir in der Behindertenhilfe und in vielen anderen Bereichen auch, dass Menschen sich selbst letztlich auch ihren Wohnort suchen können dürfen. Alles hat Schranken, das wissen wir. Niemand wird in den teuren Stadtteilen plötzlich solche Einrichtungen finden, aber das hat ja Frau Riedenberg auch schon geschildert. Karl-Josef Laumann hat, wie ich finde, so eine Pendelhaltung zu dieser Thematik. Also ihm ist es durchaus zuzuschreiben, also rein zeitlich ja auch, dass dieser Gerhard-Richter-Fonds, der jetzt ausführlich beschrieben worden ist, aus meiner Sicht sehr erfolgreichen Ergebnis, die ja auch in Nordrhein-Westfalen zum Zuge gekommen ist. Aber er hat sich dem nicht verschrieben. Also er ist dann so im Projektbereich geblieben und der systematische Ansatz ist auf Dauer zu stellen und auch in die Fläche, in die Breite, wie Sylvia Riedenberg das ja auch gesagt hat, zu bringen. Da steht er nicht hinter und wir haben das auch in mehreren Haushaltsanträgen ja auch dokumentiert im Landtag, dass wir das gerne ausweiten würden, da auch Geld reinpacken würden und das auch in die Breite bringen würden. Trotzdem muss ich zur Ehrenrettung, auch wenn Wahlkampfzeiten sind, sagen, Rot-Grün war da nicht viel besser. Also wir hatten da auch nicht viel mehr Geld in der Hand. Deswegen Respekt vor dem, was immerhin gelaufen ist und unser politisches Ziel auch im Programm formuliert heißt, das deutlich ausbauen, das deutlich mit dem, was eben gesagt worden ist, mit den politischen Implikationen auch machen.
Zweiter Punkt, den ich anführen wollte, Verena hat das ja eben auch schon gesagt, und Sylvia Riedenberg hat da ja auch drauf abgehoben, es gibt ja im Bundeskoalitionsvertrag, wie ich finde, ziemlich ambitionierte Ziele. Also es gibt unter großer Zustimmung der BAG Wohnungslosenhilfe die Verabredung eines nationalen Aktionsplanes, der innerhalb der nächsten 10 Jahre die Überwindung der Wohnungslosigkeit vorsieht. Das sieht natürlich, und auch, das ist ja eben auch schon angedeutet worden, ist, wir haben eine massive Zuwanderung von Menschen, die zumindest der Definition nach wohnungslos sind. Also wir müssten eigentlich also ein bisschen schärfer noch unterscheiden zwischen Obdachlosen, also die wirklich ausschließlich auf der Straße leben, und den Wohnungslosen, die zum Beispiel auch in Heimen für Geflüchtete leben, die da eine große Gruppe darstellen. Und da einen letzten Rückenschlag, und dann würde ich mich in der ersten Rückmeldung auch dann zurückhalten, ist nochmal der Punkt, den auch Frau Pollicher angesprochen hat, was also auch die Delikte da anbetrifft. Wir haben auch das auch in anderen Gesellschaftsbereichen. Also Menschen mit Behinderung zum Beispiel werden deutlich häufiger Opfer von Straftaten, von Übergriffen. Und da spielt Macht und Herabsetzung eine große Rolle. Das wissen wir sehr genau aus der Forschung. Und deswegen ist ja auch die Frage an die Gesellschaft, nicht nur an die einzelnen Taten, wie gehen wir letztlich auch gesellschaftspolitisch mit den Menschen um? Und wir kennen das aus allen Städten. Also die Verdrängung von Menschen, die obdachlos sind, wohnungslos sind oder auch trinken in der Öffentlichkeit, sind immer wieder Debatten. Und ich kann nur sagen, wenn eine Gesellschaft Respekt oder den Eindruck erweckt, diese Menschen gehören da nicht hin oder müssen verdrängt werden, was gehört in den öffentlichen Raum, trägt das durchaus auch ein bisschen mit dazu bei. Also mein Herangehen wäre an der Stelle dann auch, gut ist es, wenn wir so Ansätze haben wie Housing First, dass bedingungslos eben Wohnraum geschaffen werden kann, dass Zuflucht geschaffen werden kann und dass die Menschen eben als Menschen gesehen werden und eben dann eben auch entsprechende Rechte einfordern können. Prima, vielen Dank. Und jetzt tut sich im Chat doch einiges, und das ist total großartig, weil solche Veranstaltungen leben von Rückmeldungen. Genau. Und zwar sind ganz viele Sachen reingestellt worden, die sich an Frau Riedenberg richten. Und dann haben wir gleich auch noch eine Wortmeldung eben sozusagen aus einem Housing First Projekt. Aber ich würde erstmal gerne Sylvia Riedenberg nochmal das Wort geben. Also es wurde angesprochen, was auch gerade schon Mert Musivisadi angesprochen hat, das Thema dezentrale Unterbringung, der Fonds zur Finanzierung, Hürden für Obdachlose, da wurde das Thema WLAN angesprochen, und zum Thema Housing First, wie lange die Betreuung durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nach der Wohnungsvermittlung stattfindet. Das waren ja jetzt viele Fragen auf einmal. Ich sage, was war, also vielleicht nacheinander nochmal. Die erste Frage war ja nach dieser Dezentralität, oder das wurde ja eigentlich schon beantwortet. Ich schließe mich da an. Also Dezentralität war für uns immer wichtig, weil das ganz viel mit Stigmatisierung zu tun hat. Also unsere Erfahrung ist, dass Wohnungslose, auch wenn sie auch ins Projekt gekommen sind, bei vielen unserer Projekte gesagt haben, wir möchten möglichst nicht, dass andere wissen, dass wir wohnungslos waren, also dass wir vorher auf der Straße gelebt haben. Und große Einrichtungen haben immer, das kennen wir alle, also ich kann mich aus meiner Schulzeit auch noch erinnern, es gab immer bestimmte Adressen, wenn da Leute gewohnt haben, dann wusste man, wo die wohnen und meistens auch, aus welchen Verhältnissen sie möglicherweise kommen. Also diese Rückschlüsse gibt es häufig bei bestimmten Adressen. Und das ist was also Entstigmatisierung ist ganz wichtig. Das ist das eine. Und das andere ist, das sage ich immer selber, weil ich aus der Suchthilfe komme eigentlich ursprünglich, da haben wir immer gesagt, also Verhältnisse bestimmen Verhalten. Und ich glaube, dass, das ist einfach auch zum Teil so, das kennen wir auch alle von uns selber, wenn wir in einer Umgebung sind, in der wir merken, dass darauf in dieser Umgebung keine Rücksicht genommen wird, dass die, nicht gepflegt ist oder sowas, dass wir uns dem anpassen. Und meine Erfahrung ist auch, dass durch eine bestimmte Wertschätzung, die Menschen erleben, die lange auf der Straße gelebt haben, dieses Gefühl, ich bin jetzt
nicht mehr stigmatisiert, weil ich bin jetzt plötzlich ganz normal. Ich bin Mieter XY in einem ganz normalen Wohnumfeld, dass das schon etwas ist, was, ich sag mal jetzt, heilend sozusagen wirken kann und eben auch einen Prozess in Gang setzt bei diesen Menschen, der positiv ist. Also das alleine will ich mal jetzt als ein Argument für eine Dezentralität in den Raum stellen. Und wir wollen natürlich auch keine Ghettoisierung. Also wir wollen nicht, dass es eine bestimmte Adresse gibt, wo man weiß, da ist das Haus und das ist voll mit ehemals Wohnungslosen. Ich glaube, das wäre nicht unbedingt im Sinne der Menschen. Das kann auch mal funktionieren, aber es wäre nicht, für mich zumindest nicht erstrebenswert. Also wenn man es vermeiden kann, sollte man es vermeiden. Die anderen Fragen waren, ich gucke jetzt mal selber, Betreuung. Die Betreuung, haben wir immer gesagt, sollte möglichst so lange gehen, wie Menschen sie brauchen und beanspruchen. Und die kann sich auch verändern. Also es kann auch sein, dass jemand 2 Monate Betreuung braucht und dann plötzlich braucht er keine mehr. Ja, warum auch nicht? Und vielleicht kommt er irgendwann mal wieder in die Situation, wo er Betreuung braucht. Dann muss es Möglichkeiten geben, diese Hilfe wieder zu gewähren. Wir haben das hier über, es ist in Nordrhein-Westfalen immer so möglich, über den Paragraph 67 SGB 12, also über die Landschaftsverbände in der Pro-Fachleistungsstunde, so haben wir das gesichert. Es mag auch andere Modelle geben, die gibt es aber hier noch nicht. Da müsste man sich Gedanken machen, ob das sinnvoll ist. Ich glaube, dass es über diesen Paragraphen gehen kann, wenn er dann möglichst nicht so hochschwellig ist, also dass man, dass die Leute schnell Hilfe kriegen und dass er nicht so hochschwellig ist, dass das ewig gewartet werden muss, bis der freie Träger oder der Betreuer das Geld bekommt, weil das ist ja auch, die Träger sind ja auch, oder die Träger, die eben soziale Betreuung anbieten, müssen ja auch das finanzieren und das muss auch gewährleistet werden, dass dieses, dass es finanziert wird. Ich weiß jetzt nicht, wie werden die Mieter ausgesucht und priorisiert? Das ist unterschiedlich. Da kann ich auch nur sagen, das kommt immer auf das entsprechende Feld an, wo die in der Kommune oder im Landkreis sind, wie das Netz dort funktioniert. Das ist unterschiedlich. Aber was man natürlich immer sagen muss, ist, dass es eine Kooperation geben muss zwischen allen Beteiligten. Das sozusagen auch, das sollte nicht so sein, dass es muss ja auch so sein. Die Menschen sind ja irgendwo. Also entweder sie sind auf der Straße oder sie sind in einem kommunalen Notunterkunft untergebracht. Und dann muss es Anlaufstellen geben, Menschen, die da sozusagen die Kontakte, das Netz herstellen, die sagen, da gibt es eine Möglichkeit bei der, wir haben hier bei der kommunalen Wohnungsgesellschaft, gibt es eine Möglichkeit, dass Herr XY vielleicht eine Wohnung kriegt und dann muss dieser Kontakt begleitet werden. Und das hängt immer auch vom örtlichen System ab, wo es gerade ist. Aber es sollte ein Hilfenetz geben. Also und da, das muss man absprechen. Das läuft nicht von alleine und die Leute sind in der Regel ja auch nicht, die gehen ja auch nicht vom Park aus direkt irgendwo hin und sagen, hier, ich brauche eine Wohnung. Also das muss schon gewährleistet sein. Was haben wir noch hier an Fragen? Da ist nochmal ein Hinweis auf das der LWL, auch Initiative von Grünen und CDU, das stimmt. Da gibt es jetzt einen Antrag, da freue ich mich sehr drüber, dass das gelungen ist in der Koalition zwischen Grünen und CDU, dass es da mit Abstimmung jetzt in die Kommunen getragen werden soll. Wie das genau läuft, werden wir sehen, aber das ist zumindest schon mal wirklich was Politisches, was da in Gang kommt. Das freut mich sehr. Auf der Straße, ich glaube, keine Umschreibung, Wohnungslose. Ja, ich glaube, das sind nur zusätzliche, andere Frage finde ich jetzt hier erstmal nicht. Oder habe ich was übersehen? Genau, also ich bin mir gar nicht sicher, ob schon die Frage beantwortet wurde nach dem Fonds zur Finanzierung. Und zusätzlich wurde ja nochmal geschrieben LWL und Fördermittel. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis. Es war noch die Frage nach Hürden und die Idee von öffentliches WLAN, um Behörden Sachen online machen zu können. Das
Das ist eine Frage, die sich immer wieder stellt. Das ist sicherlich auch eine berechtigte Frage, aber da denke ich, das ist jetzt auch ein bisschen die Frage nach Möglichkeiten von Digitalisierung für wohnungslose Menschen. Also wie kommen die überhaupt an Equipment und was steht denen eigentlich zur Verfügung? Das ist nochmal echt ein Problem oder eine Frage auch für sich. Da gibt es ja auch Modelle zu, aber die würde ich jetzt hier in dem Sinne jetzt nicht unbedingt, kann ich auch nicht beantworten, weil ich glaube, da gibt es Ideen, da gibt es auch Projekte, die das machen, aber es ist so, es ist ein Problem. Gerade bei Corona, die haben eben nicht den Zugriff so häufig auf ein Smartphone und so. Und wenn wir uns mal überlegen, wir haben alle einen Zugriff dazu gehabt und konnten uns wenigstens damit in Kontakte mit Leuten treffen oder sowas, das fällt da alles weg. Das sind alles zusätzliche Dinge. Frau Polly sprach ja auch davon, die nochmal ein extra Thema, also wären, also wie hat sich zum Beispiel die Pandemie auch auf wohnungslose Menschen ausgewirkt? Das ist sicherlich auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ne? Und da gehört das sicherlich auch mit rein. Prima, da würde ich vielleicht erstmal, wenn ich einmal ganz kurz unterbrechen darf, also vielen, vielen Dank für die Beantwortung dieser vielen Einzelaspekte und Fragen, die jetzt noch gekommen sind. Jutta Eggeling hatte sich gemeldet für einen Wortbeitrag. Ihr würde ich jetzt auch einmal eine Sprecherlaubnis erteilen. Ich hoffe, dass das klappt und dass Sie, wenn Sie jetzt Ihr Mikro anmachen, müssten Sie was sagen können. Können Sie mich jetzt hören? Ja, wir können Sie hören. Super. Ja. Hallo zusammen. Ich habe das sehr mit viel Spannung verfolgt irgendwie und ich kenne die Frau Riedenberg ja auch schon aus dem Housing First Fonds und ich wollte noch mal 2-3 Sätze so grundsätzlich sagen. Also wir haben damals auch den Housing, sind gefördert worden über den Housing First Fonds und konnten 2 Wohnungen kaufen. Diese 2 Wohnungen sind natürlich bei weitem nicht ausreichend gewesen, aber das war für uns ein Startschuss, um zu zeigen, hier es funktioniert. Guckt mal, weil das war ja was ganz Neues, was es in Köln noch nicht gab in der Form. Wir haben aber darüber hinaus natürlich Kontakt zur Wohnungswirtschaft selber hergestellt, zu Wohnungsbaugesellschaften und haben eine Wohnungsbaugesellschaft gefunden, die uns sehr unterstützt, die den Ansatz unterstützt und haben mittlerweile 8 Leute jetzt in Wohnungen untergebracht. Und das Tolle ist, also wo wir immer wieder völlig staunend davor stehen, ist, sobald die Leute eine Wohnung haben mit eigenem Mietvertrag und mit dieser Perspektive, dass das jetzt ihre Wohnung ist und dass sie da nicht mehr raus müssen, fangen die unglaubliche Sachen an. Also ein Mieter, der hatte noch nichts in der Wohnung, der hat seinen Schlafsack da reingelegt, hat dann Blümchen hingestellt und hat die Treppenhausfenster geputzt, ja, weil er sagte, das wäre notwendig. Und das ist so völlig verrückt, wie verantwortlich Menschen auf einmal wieder werden, weil sie eigentlich auch den Wunsch haben nach so einem Schutz und nach einer schönen Umgebung, den sie lange gar nicht hatten. Und diese Person zum Beispiel hat 6 Monate auf einer Europalette verbracht, ja, weil er sich nicht weggetraut hat, um den Platz nicht zu verlieren. So, das sind sehr rührende Geschichten, die man da erlebt, muss ich sagen. Das Thema dezentrale Unterbringung ist total wichtig, weil genau aus den Gründen, Frau Riedenberg, wie Sie auch genannt haben, und damit machen wir, das machen wir immer so mit den Leuten. Wir gucken halt, wo wir Wohnungen bekommen und versuchen dann möglichst passgenau auch die Menschen zu finden, die sich vielleicht in dem Umfeld schon aufgehalten haben und die da auch gut ankommen können oder sich weiterhin zurechtfinden. Was ich nochmal sagen wollte, ist, die Politik hat bei uns in Köln ja das möglich gemacht und hat das überhaupt genau eingeführt, dass Housing First, dass dieses Projekt umgesetzt wird. Was ganz schwierig ist, ist, dass man im Grunde angeht gegen ein bestehendes Wohnungslosenhilfesystem, was natürlich sehr etabliert ist, wo wahnsinnig viel Geld drin steckt, was ein Wirtschaftssystem, ein Wirtschaftsstandort auch ist. Ne? So, und jedes Mal, wenn Housing First diskutiert wird, fühlt sich dieses System bedroht. Ja, man darf ja auch nicht, man könnte ja sagen, mein Gott, es ist toll, es funktioniert ja auch. Warum krempeln wir nicht alles um? Ja, und warum fangen nicht die Institutionen an, umzudenken? Aber es ist halt, ja, es ist ein System, was viele, viele Jahre besteht, was aber, wie wir am Anfang gehört haben, gar nicht dazu führt, dass sich die Wohnungslosigkeit für die Menschen verringert, sondern ganz im Gegenteil, es gibt jetzt doppelt so viele wie 2016. Das heißt, ich denke dann manchmal, man müsste doch dieses System mal in Frage stellen, ob das wirklich hilfreich ist für die Menschen. Die sind natürlich untergebracht und nicht mehr auf der Straße, aber zu welchen Bedingungen? Und für mich ist es so, also wenn ich jetzt überlege, was kann die Landesregierung machen? Ich finde, man muss so Anstöße geben, dass man grundsätzlich mal so ein Paradigma, also dass man das mal in Frage stellen darf überhaupt. Und dass man mal überlegt, was gibt es denn für Alternativen, ohne dass sich alle gleich bedroht fühlen. So, weil natürlich passt das nicht für jeden Menschen. Aber ich finde, das ist so schwer in der Diskussion und schwer in der Auseinandersetzung mit den
etablierten Trägern. So, und jetzt sage ich noch eine Sache zu dem, was macht Corona mit den, also wie ist das für Wohnungslose? Das war natürlich, ich hatte das Gefühl, es ging so ein Ruck durch die Gesellschaft, dass ganz viel auf einmal so gedacht haben, oh Gott, die armen Wohnungslosen oder Obdachlosen, die können sich ja gar nicht zurückziehen. Wo gehen die eigentlich hin? Es, also unser Spendenaufkommen hat sich so dermaßen erhöht, ja, weil alle dachten, oh Gott, die armen Menschen, wir müssen was tun. Und die sind da jetzt der Witterung ausgesetzt, die sind diesem Virus ausgesetzt, die haben kein Zuhause, wo sie in Quarantäne gehen können und so weiter. Also das fand ich erstaunlich, wie die Menschen reagiert haben. Und ja, den Hilfsangeboten, es wurden dann natürlich auch in Köln unter Möglichkeiten der Tages-für-Tages-Aufenthalt geschaffen und so weiter. Aber am beeindruckendsten fand ich irgendwie, wie die Stadtgesellschaft reagiert hat darauf, dass das eben nicht so ausgrenzend war, und sondern ganz im Gegenteil sehr unterstützend. Genau, das war jetzt mein Beitrag. Danke. Ja, vielen, vielen Dank für den Beitrag. Ich finde es auch nochmal spannend, gerade aus einer Stadt wie Köln, die ja einen wahnsinnig umkämpften Wohnungsmarkt hat, weil auch die Frage im Chat war, wir kommen aus Münster und wir haben eine richtige Knappheit an Wohnungen. Und ich meine, das ist ja für Köln mindestens genauso schlimm, dass sie sagen, dass sie trotzdem auch in Köln versuchen, sozusagen Wohnungen zu kaufen und zur Verfügung zu stellen. Das finde ich schon auch nochmal bemerkenswert. Genau. Also deshalb vielen, vielen Dank für den guten Input und für die Ergänzung. Ich würde gerne, weil jetzt keine weiteren Fragen reingestellt wurden, oder wollen Sie nochmal darauf antworten, Frau Eggeling? Ich wollte nur sagen, ja. Ja. Bin ich noch freigeschaltet? Ja. Genau, also wir kaufen, aber das ist ja wirklich immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also viel wichtiger ist es einfach, dass man, wie Sie auch schon sagten, dass man die Wohnungsbaugesellschaften mit ins Boot bekommt, weil man muss sich das so vorstellen, jede Wohnung, die dann vermietet ist an einen Wohnungslosen, damit ist ja das Problem, da ist ja dieser Fluss nicht gelöst, sondern es wird ja immer wieder Menschen kommen, die nachkommen. Das heißt, man braucht im Grunde, so wie die das in Finnland gemacht haben, ein viel größeres Kontingent an Wohnungen als Wohnungslose, damit das System sich nicht ganz schnell erschöpft. Und deswegen sind wir eigentlich auf Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften angewiesen. Und das Kaufen ist wirklich nur, um ja was zu demonstrieren, denke ich mal, um was anzustoßen. So. Mhm. Ja. Okay, vielen Dank Ihnen. Dann würde ich Sie jetzt wieder stumm schalten, so, genau, und würde gerne noch eine Frage an Frau Pollich richten. Jetzt gab es ganz viele Fragen an Frau Rietenberg, und als Innenpolitikerin muss ich jetzt noch mal ein paar Fragen an Frau Pollich loswerden. Und zwar, was mich interessieren würde, bei diesen Befragungen der Opfer, quasi die Perspektive der Opfer auf das Thema und die Frage, was brauchen die eigentlich noch an, ich sag mal, Hilfestellung oder an Beratung, wenn sie Opfer einer Straftat geworden sind. Also ich fand das nochmal sehr schön, wie Sie das dargestellt haben, dass es nicht nur in Anführungsstrichen um die körperliche Gewalt geht, weil in der Tat, man denkt dann immer an Gewalt und Körperverletzungsdelikte, aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Also wenn der Schlafsack geklaut wird, dann ist das natürlich für jemanden, der fast gar nichts hat, ist das natürlich ein ganz immenser Schaden und richtet ganz viel an. Und auch diese Beleidigung und dem ausgesetzt zu sein, auch diesem Machtgefälle, macht, glaube ich, ganz viel auch mit Menschen. Und für mich wäre da so ein bisschen die Frage, wissen Sie, oder war das damals Thema der Befragung, was brauchen eigentlich diese Menschen und also was für Bedarfe gibt es sozusagen? Gibt es überhaupt Angebote, wohin man sich wenden kann als Opfer, wenn man als wohnungsloser Mensch Opfer einer Straftat geworden ist? Und mein Kollege Merdat Mustafizadeh hat, glaube ich, gerade noch reingestellt oder mir eine Nachricht geschrieben. Oder wer hat mir das gerade geschrieben? Doch, Verhältnis von Polizei und Obdachlosen finde ich auch nochmal sehr interessant. Also weil sie ja angehende Polizistinnen und Polizisten ja auch ausbilden. Und wie ist so deren Blick auf das Thema, sage ich mal? Ich fange mal mit dem ersten Aspekt an. Also ich habe nicht explizit gefragt, was hätten Sie unterstützend gebraucht in der Situation, was hätte geholfen. Von daher kann ich da nur ja, so ein bisschen auf Basis der Ergebnisse verallgemeinern. Also ich kenne nicht, aber es sind scheinbar ganz viele Praktiker hier, vielleicht kenne ich es auch nur nicht, dass es eine Beratungsstelle oder sowas in der Art explizit für wohnungslose Opfer von
ich sage jetzt mal, Kriminalität gibt. Ne, ich glaube, dass da viel, wenn sich die Wohnungslosen jemandem anvertrauen, dass da auch viel über die Wohnungslosenhilfeeinrichtungen läuft, ne, dass sich eben Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter da ganz gut kümmern, wenn sich denn jemand anvertraut. Es gibt immer die Polizei, wo man hingehen kann. Das ist aber halt nur, wie schon gesagt, ne, also so das Misstrauen gegenüber deutschen Behörden und Polizei im Speziellen ist durchaus verbreitet. Sage ich gleich noch einen kurzen Satz zu, war ja die zweite Frage. Ich werde oft gefragt, was kann man denn jetzt präventiv machen? Und das Interessante ist, dass ja da schon fast dieser Satz greift, den man in der Kriminologie oft hört, die beste Prävention ist eine gute Sozialpolitik. Ne, und da haben wir den Bogen ganz schnell eigentlich wieder zum Housing First, weil letztendlich eigentlich das, was wirkt, würde ich tatsächlich auf Basis der Ergebnisse und auf dem, was ich so gelesen habe, sagen, Schutz. Und Schutz ist einfach eine Wohnung, sind vier Wände, eine Tür, die man zumachen kann. Letztendlich, klar, kann man die Zivilgesellschaft sensibilisieren, auch nochmal für die Thematik und so weiter. Also das denke ich auch, das haben Sie, Frau Schäfer, auch angesprochen, ne? Das ist auch meine Wahrnehmung. Das ist immer ein großer Aufschrei, wenn wieder, es passieren ja teilweise richtig dramatische Delikte, auch zum Nachteil von wohnungslosen Menschen, dann ist das kurz in der Aufmerksamkeit, aber das verblasst auch dann ganz schnell wieder. Also dass dann nachhaltig mal sich in der Gesellschaft auch sowas verankert und auch dieses Bewusstsein, dass diese Abwertungshaltung vielleicht auch schon so ein gewisser Nährboden für Leute sein kann, die sich dann ja nur noch bestätigt fühlen. Ne? Also das, so ein schweigendes Zusehen ist ja auch immer ein Problem. Das sind alles so Facetten, wie man das Ganze so vielleicht so ein bisschen abschwächen könnte. Aber ich denke, unterm Strich läuft es immer darauf raus, die Leute müssen in eine sichere Behausung. Ich glaube, das ist einfach das A und O. Was jetzt Beratung angeht, wie gesagt, also vielleicht können da auch die Praktikerinnen und Praktiker noch mal so ein bisschen was zu sagen, aber ich kenne nichts, dass es da spezielle Anlaufstellen gibt. Punkt Polizei, ganz interessant, es gibt auch eine Forschung aus Duisburg, die ist ein paar Jahre älter als meine, da kamen eigentlich ähnliche Ergebnisse raus, dass Wohnungslose tatsächlich relativ strikt trennen zwischen Polizeibehörden oder Polizeibeamtinnen und Beamten und privaten Security-Mitarbeitern sozusagen, die halt ja für die Bahn, aber auch für weiß ich nicht, Firmen arbeiten, die ihre Hauseingänge gerne frei von Wohnungslosen hätten und so weiter. Und da trennen die Wohnungslosen aus meiner Wahrnehmung, ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her, relativ deutlich. Und viele sagen, naja, von Polizei, das geht eigentlich sozusagen. Ne? Also manche haben berichtet, auch Mensch, die sind ganz nett, ich kenne da auch irgendwie zwei, die schenken mir auch schon mal Zigaretten, aber solche Berichte habe ich gehört. Natürlich ist es nicht durchweg positiv, weil es tatsächlich auch manchmal Aufgabe der Polizei ist, die Leute jetzt von ihren Lagerplätzen weg zu komplementieren sozusagen. Ne? Aber ich habe jetzt, was die Polizei angeht, keine explizit negativen Berichte, häufigerer Art oder auch sowas wie Übergriffe durch Polizei hat mir keiner berichtet. Kann ich nicht ausschließen, dass es das gibt, ne? aber sicherlich, ich würde auch sagen, auch aus der Innenansicht der Behörde, die ich ja nun auch zum Teil habe, ist das, glaube ich, kein Phänomen, was jetzt statistisch gesehen in der Menge tatsächlich ein Problem wäre. Wir versuchen natürlich aber auch, die Polizeianwärterinnen und Anwärter dafür zu sensibilisieren. Also das ist ja auch Teil der Arbeit, ne, dass man irgendwie, das ganze Thema Vorurteilskriminalität ist ja totales Thema, auch im Moment in der Polizeiausbildung. Und da versuche ich gerade auch immer, dass die Wohnungslosen da sozusagen auch ihren Platz haben, ne, weil das ja oft auch eine übersehene Gruppe auch in dieser Diskussion ist. Also das ist auch nochmal mir persönlich ganz wichtig. Genau, hier ist noch... Ja, also das Anzeige tatsächlich, ich glaube, das ist an mich gerichtet im Chat, ne, dass die Anzeigebereitschaft halt einfach niedrig ist aus verschiedensten Gründen. Ja, das würde ich auch so sehen. Das würde ich tatsächlich nicht nur bei Gewalt so sehen, sondern auch viele haben ja auch gesagt, ja, was soll ich denn das anzeigen, wenn mir einer meinen Schlafsack klaut, den habe ich doch selber geschenkt gekriegt. Ne? Also das zeige ich doch nicht an. Also jetzt mal, um nochmal auf diese Breite zu kommen, aber auch tatsächlich mir viele
gesagt haben. Und da wurde mir auch nochmal so ein bisschen klar, man betrachtet dieses Phänomen aus Sicht von, naja, von einer Durchschnittsbürgerin sozusagen mit einer Wohnung, weil viele mir sagten, was willst du denn mit deiner Gewalt? Wir haben ganz andere Probleme, haben die mir teilweise gesagt. Ne? Also das, und da kommen wir jetzt auch zu diesem, also Housing First oder diese ganze sozialpolitische Sache. Ich glaube, das ist tatsächlich den Leuten auf der Straße, so meine Wahrnehmung zumindest zum Teil, fast noch wichtiger als dieses Gewaltthema. Ne? Weil das, glaube ich, leider so alltäglich ist für die Menschen, dass die vorrangigen Nöte noch ganz woanders sind. Also das ist schade, aber das war, glaube ich, so die Lebensrealität, die ich zumindest glaube, vorgefunden zu haben. Ich hoffe, damit habe ich alles. Ja, genau, prima, vielen Dank. Es gibt jetzt noch mal eine Frage zum Thema Minderjährige, ob Sie Minderjährige befragt haben. Habe ich nicht. Und es gab auch den Hinweis auf eine Erforschung an der Uni Wuppertal, wo Sicherheitsbehörden überwiegend eben nicht als schützend, sondern als bedrohlich wahrgenommen werden. Insofern ist, glaube ich, nochmal, was Sie gerade auch gesagt haben, auch nochmal die Sensibilisierung von Polizeibeamtinnen und Beamten auch nochmal ganz wichtig. Okay. Ja. Es trudeln noch so die ein oder anderen Anmerkungen ein, aber jetzt mit Blick auf die Uhrzeit würde ich sagen, dass wir jetzt so auf die Zielgerade einbiegen. Aber ich glaube, man sieht auch an der Beteiligung im Chat, dass es ein Thema ist, was uns weiterhin beschäftigen wird und auch definitiv beschäftigen sollte. Ich würde vielleicht einfach allen dreien von Ihnen quasi nochmal kurz die Möglichkeit geben, nochmal 2, 3 Sätze zum Abschluss zu sagen. Und ich mache danach das Abschlusswort. Genau, Merdat, willst du vielleicht einfach einsteigen? Ja, vielen Dank. Also ich fand das super spannend. Einen Satz möchte ich zum Thema Digitalisierung noch sagen, weil das schon jetzt auch mehrfach hier gefallen ist. Also es ist schon ein vehementes Problem, weil schlichtweg der Zugang ins Netz fehlt. Also und da werden sich die Kommunen schlichtweg Gedanken machen müssen, meinetwegen auch, also gerne auch mit Unterstützung des Landes, dass in zentraler Lage nicht nur freies WLAN, sondern auch Zugang zu Computern oder ähnlichen Kommunikationsmitteln zur Verfügung steht, ist das eine. Das zweite ist natürlich auch, manche Leute können das gar nicht bedienen. Und das sind nicht nur Obdachlose, sondern auch ältere Menschen, Menschen, die Sehstörungen haben oder vieles andere. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema auch nochmal. Und ein zweiter Punkt, das kennen wir aus der Forschung natürlich auch so ein bisschen, was Frau Pollich gesagt hat und was auch im Chat nochmal gesagt worden ist, dass die Gewaltprobleme für nicht zentral halten, sondern andere. Aber trotzdem darf das natürlich ähnlich, also ich kenne das, ich habe lange in der Altenpflege gearbeitet, nicht die Einladung dafür sein, dass es bagatellisiert wird von anderen. Also wir müssen dann umso mehr, glaube ich, das in den Fokus nehmen und ernst nehmen und dann eben Schutzmechanismen entwickeln, also sei es durch Beschützen letztlich der Obdachlosen und der Wohnungslosen in besonderer Weise, damit das eben gar nicht in der Weise passieren kann. Ansonsten kann ich zusichern, da gehe ich fest von aus, dass wir in der neuen Legislaturperiode das schon als einen zentralen Punkt nehmen, zumal es so positive Signale aus Berlin gibt, dass wir natürlich selbstverständlich da uns anschließen werden und entsprechende Programme auflegen. Und letztlich ist das ja auch ein wichtiges Signal, zusammen mit den Kommunen, die ja auch sehr originär für das Thema zuständig sind, entsprechende Konzepte entwickeln und auch umsetzen. Und da ist Housing First, finde ich, nach wie vor der innovativste und wichtigste Ansatz. Dann würde ich als nächstes Frau Rietenberg nochmal das Wort erteilen. Gerne. Also nur kurz, ja, erstmal vielen Dank. Ich bin mit allem einverstanden, was gesagt wurde. Ich freue mich sehr, dass die Grünen das vorantreiben. In meiner Wahrnehmung sind es die Grünen, die es vorantreiben. Und das freut mich sehr, dass das Thema jetzt größer wird. Was ich noch sagen wollte, was mir wichtig ist, was Frau Pollich gerade gesagt hat, was Gewalt und Anzeigen, also dass es so schwierig ist, einfach, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, das kann ich unheimlich gut nachvollziehen. Und noch einen Gedanken dazu, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass Wohnungslose sich selber oder das hat auch was damit zu tun, wie wichtig nehme ich mich und wie nehme ich mich selber wahr und welche Rechte stehen mir eigentlich zu?
Und ich glaube, das hat natürlich, ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft, wie wir auf Wohnungslose runtergucken, wie wichtig sie uns sind. Und ich stelle das immer wieder fest, das ist keine wirkliche Personengruppe. Ich sage mal so, das ist leider kein Gewinnerthema. Also da gibt es ganz andere Gruppen, mit denen man sich auch in der Politik schmücken kann. Und ich glaube, auch das ist einfach ein Problem, wenn wir uns da ehrlich machen. Das ist ein schwieriges Thema. Das ist immer ein Thema, was sozialpolitisch nicht ganz so gerne gesehen wird. Aber es ist ein total wichtiges Thema. Und ich glaube eben, dass die Wertschätzung, die die Menschen für sich selber haben, sich auch darin widerspiegelt, ob sie denken, dass sie es verdient haben, dass man sich für sie einsetzt. Und das ist auch selber, glaube ich, dann vielleicht auch schon die Antwort auf die Frage, warum viele denken, wenn mir Gewalt angetan wird, was soll's? Also so. Ne? Ja, ich hoffe, dass es weitergeht mit diesem Thema. Und ich glaube nicht, dass wir die Wohnungslosigkeit gänzlich in den Griff kriegen in den nächsten Jahren. Dafür haben wir einfach definitiv zu wenig Wohnraum. Dazu braucht es noch. Aber ich glaube, dass es Wege geben muss, diese Menschen mehr mit einzubeziehen, ihnen Wege zu bereiten, in Wohnraum zu kommen. Das schaffen sie nicht alleine und dafür braucht es flankierende Maßnahmen über die Politik, also nicht nur Bewilligung, also nicht nur Bekundung, wir wollen das machen und angehen, sondern es müssen auch ganz konkrete Rahmenbedingungen geschaffen werden, auch in den Kommunen alleine. Die Sozialverbände werden es alleine nicht schaffen. Wir brauchen dazu die Wohnungswirtschaft auch und die müssen wir gewinnen. Danke. Prima, vielen Dank. Frau Pollich, wollen Sie uns auch noch mal etwas mit auf den Weg geben? Vielleicht ganz kurz. Also erstmal, was Frau Rietenberg gerade noch die Einschätzung zur Anzeigebereitschaft mit dieser Selbstwertigkeit, mit dieser empfundenen, das würde ich teilen. Das ist auch der Eindruck, den ich aus vielen Gesprächen mitgenommen habe. Und ganz zum Ende, ich kann mich ganz vielen Sachen, soweit ich sie beurteilen kann, nur anschließen. Mir ist auch nochmal klar geworden, wie verflochten das Ganze eigentlich ist. Frau Schäfer sagte eingangs, naja, erst war vielleicht so der Fokus auf Gewalt gegen Wohnungslose und dann hat sich das Ganze verbreitert. Und ich glaube, es ist nochmal schön klar geworden, wie eigentlich eins zum anderen spielt sozusagen. Ne? Also wie sehr das auch Ansehen, Wertschätzung in der Gesellschaft dann wieder Wohnraum zur Verfügung stellen, der wiederum Schutz bietet vor ganz vielen Sachen. Ja, auch, wir haben ja gar nicht über die ganzen Krankheiten gesprochen, die zum Teil auch noch ganz problematisch sind. Und sonstige. Also es hängt wirklich alles zusammen und ich glaube, diese Gewalterfahrung und Kriminalitätserfahrung sind halt eben ein Symptom dieses Lebens auf der Straße. Das ist für mich nochmal so ein bisschen der Gesamtzusammenhang, der ist für mich ganz schön rausgekommen eigentlich. Ja, vielen Dank. Dann bleibt mir jetzt eigentlich noch übrig, mich zu bedanken. Ich konnte ganz viel mitnehmen von diesem Abend. Also ich weiß oder mir ist bewusst, dass wir nur Schlaglichter auf dieses Thema jetzt werfen konnten und man wahrscheinlich noch viele andere Sachen diskutieren könnte und auch, wo man dranbleiben muss und es auch weiter diskutieren muss. Ich will mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bedanken, einmal bei Sylvia Rietenberg, bei Daniela Pollich. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, mit uns zu diskutieren. Ich fand es wirklich sehr, ja, sehr wertvoll und Sie haben uns einfach super wichtige Impulse nochmal mitgegeben und ich kann für uns als Abgeordnete der Landtagsfraktion zusichern, dass wir in dem Thema dranbleiben werden. Und hier wird es für mich auch nochmal persönlich mir vorgenommen, auch in der Innenpolitik, dass wir nochmal stärker auf das Thema Kriminalität gegen wohnungslose Menschen gucken müssen, weil auch in der Innenpolitik ist es ja eher so ein Randthema und wird eigentlich nur dann irgendwie mal kurz beleuchtet, wenn es wieder zu einer ganz schlimmen Gewalttat gekommen ist, aber dann verschwindet das Thema auch sehr schnell wieder von der Bildfläche und ich glaube, dass wir da auch nochmal hingucken müssen und dranbleiben müssen und ich weiß, bei Merdat Mustafizadi ist es in der Sozialpolitik ohnehin in guten Händen das Thema. Und ja, ich will mich auch bei allen bedanken, die so fleißig auch mitdiskutiert haben. Vielleicht sind da ja auch noch mal ein paar neue Kontakte oder Vernetzungen entstanden. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Und man sieht es ja auch auf unterschiedlichen Ebenen, im LWL und auf kommunaler Ebene sowieso, viele sehr aktiv sind und an dem Thema dran sind. Und das werde ich auch weiterhin sein. Und ja, dann kann ich eigentlich nur noch einen schönen Abend wünschen. Wir stellen das Video
online in den nächsten Tagen, dann kann man sich das auch nochmal anschauen oder auch nochmal verschicken. Und ich hoffe, dass wir uns in unterschiedlichen Konstellationen nochmal wiedersehen zu verschiedenen Veranstaltungen und Diskussionsrunden und dass wir gemeinsam am Thema dranbleiben. Dann jetzt aber erstmal einen schönen Abend und ich hoffe, bis bald. Und vielen Dank nochmal natürlich. Bis dann. Tschüss.